Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe eine Uhr, nein, ich habe zwei neue Uhren. Ich zeige sie euch hier und da gibt es selbstverständlich mein eine Woche am Arm Video. Es handelt sich um die Mien Voyager in zwei unterschiedlichen Ausfertigungen. Mein erstes Video zu Mien habe ich schon vor einigen Wochen vorgestellt. Überraschenderweise habe ich sehr viele positive Kommentare bekommen und erwarteterweise auch einige sehr kritische. In diesem Wochenvideo möchte ich euch meinen Eindruck über eine ganze Woche mit diesen beiden Uhren schildern. Tag 1, Donnerstag. Ja, wir haben Donnerstag. Meine beiden Mien sind noch am Arm. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Woche beide am Arm lasse. Natürlich werde ich sie aber wechselweise tragen, um euch einen Eindruck über beide Uhren zu geben. Ich werde in Urlaub fahren, das heißt, es wird auch einige Urlaubsbilder geben, also ein anderer Alltag, vielleicht auch mit anderen Eindrücken. Ich werde euch die beiden Bänder vorstellen, das Stahlband und das schwarze Silikonband. Ich werde nicht mit Bändern spielen, ich nehme im Urlaub nicht mein ganzes Equipment mit. Dafür gibt es vielleicht einige Strandbilder und andere Impressionen, die ich so normalerweise nicht zeigen kann. Wir haben Donnerstagabend, 10 vor 12. Ich habe meine beiden Mien noch am Arm, wie ihr sehen könnt. Und ja, wie ihr auch sehen könnt, ich habe bei beiden jetzt das Stahlband dran, weil das Kautschukband, was ich hier habe, ist außergewöhnlich, ist ungewöhnlich, aber ich bin eben einfach nicht der Kautschukband-Typ. Was mir zu dem Kautschukband aufgefallen ist, es ist gegen Ende, also zur Schließe hin, hier sehr, sehr dünn. Ich zeige euch das aber jetzt nochmal im Detail. Die Schließe an sich finde ich wirklich gut gemacht, sehr massiv, schön geformt. Nichts, was ich so schon etliche Male gesehen habe. Ich finde den Faltmechanismus klasse. Und auch das dünne Ende des Kautschukbandes hat den Vorteil, dass ich die Schließe anpassen kann, beziehungsweise die Bandlänge anpassen kann, ohne das Band kürzen zu müssen. Gefällt mir sehr gut. Dafür hat man dann natürlich auf einer Seite drei Lagen, nämlich das Band, die Schließe und das durchgeschobene Stück Band. Das ist etwas dicker als gewöhnlich, aber auch nicht viel dicker, als wenn man jetzt zwei größere oder dickere Kautschukbandenden übereinander hätte. Was allerdings passiert, je nachdem wie man den Arm bewegt und wie eng man das Band trägt, dass sich der nach innen gefaltete Teil der Schließe ein klein wenig unter dem Band bewegt und vielleicht auch manchmal ein kleines bisschen hervorsteht, weil eben das Band so dünn ist und so beweglich ist, dass sich die Schließe da je nach Bewegung des Arms etwas bewegen kann. Überhaupt nicht dünn und kaum beweglich ist das Ende des Kautschukbandes an der Uhr. Das führt dazu, dass bei meinem Armumfang das Kautschukband wirklich sehr gut sitzt am Arm. Bei deutlich größeren Armen weiß ich nicht, ob und inwieweit sich das Kautschukband dann dem breiteren Handgelenk anpassen könnte, weil es eben am Anstoß doch relativ dick und relativ steif ist. Ja, so viel zu meinem ersten Eindruck. Morgen fahre ich in Urlaub und werde euch einige Impressionen zu der Uhr aus meinem Urlaub zeigen. Freitagmorgen, 8 Uhr, meine beiden Mien sind noch am Arm. Heute geht es in Urlaub, ich freue mich wie Bolle. Ich kann schon mal sagen, die Uhren leuchten tatsächlich über Nacht nicht besonders hell, aber, und das hat mich überrascht, ich konnte sie wirklich noch heute Morgen um 5 Uhr mit etwas Mühe ablesen. Das heißt, die Leuchtzeiger funktionieren nicht so wie bei einer Taucheruhr, aber sie funktionieren. Das ist wirklich etwas mehr, als ich erwartet habe. Ja, wir haben Samstag, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Und wie ihr sehen könnt, meine beiden Mien sind noch am Arm. Das wird aber nicht so bleiben, denn ich werde sie jetzt wechselweise tragen, zwei Uhren gleichzeitig. Das ist einfach nicht mein Ding, aber ich wollte so die Woche beginnen. Ja, ich bin jetzt auf Usedom, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, bin ich schon wieder zu Hause. Und gestern Abend nach 11 Stunden Autofahrt plus Einchecken und Ausräumen und Wagen auspacken,
hatte ich echt keinen Bock mehr, die Kamera noch auszupacken. Und heute Morgen war ich zu müde, der Hund verlangte sein Recht. Und jetzt geht's also weiter mit meinem eine Woche. Hab mir gerade einen French Toast gemacht und trinke gerade einen Sekt mit O-Saft. Also in diesem Sinne, Prost, ich habe ja Urlaub. Wir haben uns von der Insel schon so manches angeguckt. Und ich habe einige Spots gefunden, wo ich denke, dass ich ein paar ganz interessante Aufnahmen mit der Uhr machen kann. Ich kann jetzt schon sagen, ohne dass ich die Uhr mit der Taschenlampe aktiviere und besonders auflade, ist sie in der Nacht nicht mehr gut ablesbar. Also das, was ich euch vorher gesagt habe, dass ich sie die ganze Nacht ablesen konnte, war mit vorheriger Aufladung mit Taschenlampe. Ohne geht es nicht. Wir haben Samstagabend, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 10:30. Und wie ihr sehen könnt, meine Mien ist noch am Arm, der andere Arm hat keine Uhr. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht der Typ, der dauerhaft zwei Uhren trägt. Die Mien ist super angenehm zu tragen. Ich bin heute wirklich viel gelaufen auf der Insel. Wir waren am Strand und haben ganz viel gemacht. Und es war wirklich angenehm und überhaupt nicht störend in keinster Weise. Insofern kann ich wirklich nur Positives berichten. Ich habe auch ein bisschen rumgewerkelt. Wenn es jetzt ein bisschen schlabbert, ist das mein Hund, der gerade trinkt. Ich habe ein bisschen rumgewerkelt, habe ein Messer modifiziert, und zwar dieses hier. Das ist ein Old Bear. Das ist so eine Art italienische Alternative zum Opinel. Ich habe die Griffform geändert, ich habe die Klingenform geändert und ich habe mit Essig und Senf ein kleines Muster auf die Klinge aufgebracht. Ja, das war so mein Tageswerk heute. Morgen werde ich mal versuchen, euch die Uhr am Strand zu zeigen und noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die vielleicht nicht wichtig sind, aber doch für den einen oder anderen interessant sein könnten. Wir haben Sonntag, 2:10 und meine Mien ist noch am Arm und die andere habe ich selbstverständlich auch immer griffbereit. Zunächst mal vorweg, ich habe festgestellt, im Urlaub ist es etwas schwerer, zwei Aufnahmen am Tag zu machen, weil ich wirklich nur einen Raum habe und da muss ich mal warten, bis es ein bisschen ruhiger ist. Insofern wird es wahrscheinlich nur eine Aufnahme am Tag werden und zudem regnet es heute auch noch. Das heißt, Strand hat nicht geklappt, aber ich war hier im Schwimmbad und war mit der Mien jetzt eine Stunde schwimmen. Man sieht es vielleicht auch an den Augen etwas. Sie ist absolut wasserdicht, trägt sich auch im Schwimmbad super. Insofern funktioniert das richtig klasse. Ich zeige euch jetzt auch nochmal Aufnahmen der beiden Uhren nebeneinander. Ich mag die gezeigte Stahlvariante so von der Optik her eigentlich lieber als diese hier mit der schwarzen Lünette und den schwarzen Totalisatoren. Aber diese hier ist besser ablesbar. Das ist einfach so, sie ist ein bisschen verwirrend, ein bisschen unruhiger, aber der Kontrast ist einfach größer. Von der Optik her gefällt mir aber diese hier besser. Ja, das ist soweit mein Fazit für heute. Eine Uhr, die ich immer noch trage. Feedback, was ich in den Kommentaren gesehen habe, zum Teil aber auch in Foren. Es spaltet die Uhrensammlergemeinschaft. Einige finden es richtig gut, dass es auch günstige Uhren gibt, die eine halbwegs ordentliche bzw. hier auch wirklich ordentliche Qualität liefern. Und andere sagen, es geht überhaupt nicht, dass man so nah am Original ist. Ich persönlich habe damit kein Problem, solange es kein Fake ist und das Original nicht 1:1 kopiert. Das ist hier nicht der Fall. Ich kann damit prima leben, eine Uhr für ein vertretbares Budget, die sehr gut am Arm funktioniert. Das ist genau die Uhr, die ganz, ganz viele suchen und ich habe damit, wie gesagt, gar kein Problem. Wir haben Montag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Eine Mien ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, ist es nicht mehr die Stahlversion, die ich hier liegen habe, sondern ich habe auf die Version mit der schwarzen Lünette gewechselt. Ja, leider haben wir immer noch ein ziemlich bescheidenes Wetter. Es regnet, es ist grau, es ist 16, 17 Grad warm. Also nichts, um länger am Strand zu bleiben. Wir waren heute kurz am Strand, ich blende euch das ein. Aber leider nicht so, dass wir einen Strandkorb mieten konnten, um da länger zu liegen.
Aber ich nutze das heute, um euch heute zwei Sachen zu zeigen, die mir bei meinen Mien aufgefallen sind. Und zwar explizit die Bänder und die Lünetten. So, wir haben die beiden Uhren hier. Ich habe ja schon etwas über das Stahlband gesagt. Es ist verschraubt. Und andersrum, ich glaube, hier kann man die Schrauben sehen, genau. Es ist verschraubt. Aber nicht alle Schrauben lassen sich völlig problemlos rausdrehen. Darüber hatte ich mit Mien auch schon gesprochen. Und dieses Thema wird auch adressiert werden. Aber das ist nicht das, was ich meine. Das Stahlband als solches ist wirklich okay. Der Faltmechanismus hier ist massiv. Die Schließe ist nicht massiv, aber funktional. Die polierte Phase ist etwas über die Kante gezogen, sodass es einen netten Lichteffekt gibt. Sie schließt sauber. Es steht nichts über, keine scharfen Kanten. Alles gut, wirklich nichts zu beschweren. Das Band der Stahlversion ist genauso gearbeitet, schließt ähnlich satt. Ebenfalls sauber gearbeitet, nichts steht über, keine scharfen Kanten, alles im absolut grünen Bereich. Und bei der Stahlversion sitzt es auch extrem stramm. Die Endlings wackeln nicht, wirklich absolut perfekt. Bei der Version mit der schwarzen Lünette hingegen haben die Endlings etwas Spiel. Nicht besonders viel, aber etwas. Insofern gehe ich davon aus, dass es eine gewisse Serienstreuung bei dem Stahlband gibt, sowohl was die Qualität der Verschraubung angeht, als auch die Passgenauigkeit. Das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass sich auch einige Schrauben fantastisch schrauben lassen und andere eben nicht so doll. Das ist meine Erfahrung. Also das Stahlband hält super, das sind auch die Federstege, die Mien mitgeliefert hat. Ich bin mit der Uhr heute den ganzen Tag unterwegs gewesen. Völlig problemlos. Es wackelt ein kleines bisschen, aber das habe ich bei Gigondé, bei Steinhardt und bei anderen auch gehabt. Insofern ist das jetzt nichts, was mich überrascht hat. Mir ist nur aufgefallen, dass es hier eben Unterschiede gibt von Modell zu Modell. Schauen wir uns die Lünetten an und starten möchte ich mit der Stahllünette. Als ich mir die Stahllünette so von der Seite angeschaut habe, insbesondere die überstehende Form und die kleine Kante hier drunter, habe ich mich erinnert, dass die Omega Moonwatch, die ich mal hatte, eine ähnlich geformte und ähnlich überstehende Lünette hatte. Die Kante ist relativ weich, nicht sehr scharf geschliffen und wirklich angenehm anzufassen. Bei der schwarzen Lünette haben wir einen ganz ähnlichen Überstand, aber die Lücke ist etwas schmaler und die Lünette ist ein klein wenig scharfkantiger, also nicht scharfkantig, aber ein kleines bisschen mehr definiert. Man kann also den Übergang besser spüren als bei der Stahllünette. Die Zahlen auf der Lünette, auf der Stahllünette sind sie relativ fein und auch die Schrift ist dünn, die ist nicht so tief graviert. Bei der schwarzen Lünette wirken die Zahlen doch deutlich fetter und man kann, wenn man drüber fühlt, auch fühlen, dass sie etwas tiefer graviert zu sein scheinen. Insgesamt scheint das auch ein etwas anderes Material zu sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass es das gleiche Material ist, aber das mag täuschen, weil die Beschichtung natürlich auch eine andere Haptik verleiht. Ja, die schwarze Version, sowohl was die Zeiger betrifft, als auch die Lünette, steht für die bessere Ablesbarkeit, das sportlichere Modell. Die Stahllünette hier ist ganz klar die etwas zurückhaltendere Variante. Ich will nicht sagen dressigere Variante, aber etwas zurückhaltender und weniger auffallend als die kontrastreichere schwarz-weiße Variante. Mmh.
Mittwochmorgen, kurz vor 9 und meine Mien ist noch am Arm. Mittwochmorgen heißt Tag 7, letzter Tag. Und das bedeutet auch, ich habe gestern einen Tag ausgesetzt. Nicht, weil ich zu faul war, sondern weil ich total aktiv war. Ich war 2 Stunden mit dem Hund raus, anschließend 1 Stunde schwimmen. Zum Beleg füge ich euch auch ein paar Bilder bei und wollte danach nur ein bisschen lesen, habe mich aufs Bett gelegt und bin um 7 Uhr eingepennt bis heute Morgen. Habe also fast 12 Stunden am Stück geschlafen. Ich habe es ganz offensichtlich gebraucht, der gar nicht war, von 7 bis 9 fast 14 Stunden am Stück geschlafen. Ich habe es also ganz offensichtlich gebraucht und habe es nicht geschafft, euch mehr und noch etwas zu den Uhren zu sagen. Das hole ich heute nach. So, hier sind sie, die beiden Yen. Ihr könnt es am Sekundenzeiger auf 6 Uhr sehen. Sie laufen noch ziemlich synchron und sie haben in der Woche auch tatsächlich weder eine Sekunde gewonnen noch eine Sekunde verloren. Das heißt, das Werk ist auch, soweit man das bei einem Quarzwerk in einer Woche messen kann, relativ genau. Der Tragekomfort, das kann ich sicherlich sagen, ist bei beiden Uhren super angenehm. Auch bei stundenlangen Spaziergängen drückt und zwickt nichts. Beim Schwimmen ist das vollkommen in Ordnung, beim Spielen mit dem Hund ist das vollkommen in Ordnung. Also sehr komfortabel zu tragende Uhren. Die Verschraubungen bei beiden Uhren gehen butterweich. Das habe ich schon erwähnt, finde ich aber nach wie vor erwähnenswert. Die Ablesbarkeit ist bei dieser hier besser. Dafür wirkt die Uhr sportlicher und auch, um es negativ auszudrücken, etwas unruhiger. Hier ist die Ablesbarkeit nicht so gut, dafür wirkt die Uhr insgesamt etwas ruhiger und zurückgenommen. Was die Uhr selber betrifft, habe ich keine Verarbeitungsmängel und auch keine Qualitätsstreuung festgestellt. Das Werk läuft gleichmäßig. Die qualitativen Einschränkungen, die ich machen kann, sind gegebenenfalls beim Band, sowohl was die Verschraubung betrifft, wo ich bei beiden Bändern festgestellt habe, dass die Qualität der einzelnen Schrauben variiert. Es ist nicht so, dass das Band nicht funktioniert, aber die Qualität ist eben etwas abweichend, die Streuung ist groß. Und beim Anstoß, bei der hier, sitzt der Anstoß perfekt, wackelt überhaupt nichts, absolut perfekt. Hier sitzt der Anstoß ebenfalls sicher, hat aber etwas mehr Spiel. Was bedeutet, dass es einfach nach meiner Meinung beim Band eine gewisse Serienstreuung gibt. Insgesamt finde ich beide Uhren für den Preis sehr in Ordnung. Ich habe in einigen Kommentaren zu Mien gelesen, es gäbe die gleiche Qualität aus China schon für ein Drittel oder die Hälfte. Das mag wohl sein, aber ich zahle gerne etwas mehr, wenn ich dafür einen Ansprechpartner in Deutschland habe. Einen Uhrmacher in Deutschland und die Uhr auch innerhalb Deutschlands zurückschicken kann, wenn etwas dran ist. Bei einem Preis von unter 100 Euro ist eine Reklamation in China höchstwahrscheinlich wirtschaftlich nicht sinnvoll und insofern zahle ich an diesem Punkt gerne etwas mehr. Mir gefallen beide Uhren sehr gut und ich werde sie beide behalten und auch beide mit Sicherheit nicht sehr häufig, aber regelmäßig und gerne tragen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, insbesondere über die Qualität und über das Thema Hommagen im Allgemeinen. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Bleibt gesund, genießt eure Uhrensammlung und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.